Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ask a Pilot. Und wie könnte ich mich nicht mehr freuen, als dass du wieder mit dabei bist. Sei gegrüßt, Lanos. Hallo. Hallo, hallo. Es hat endlich geklappt. Nach viel Planen haben wir es endlich geschafft, zusammenzusitzen. Ich habe schon festgestellt, alleine Videos aufnehmen ist relativ einfach. Zusammen ist gar nicht so einfach, wenn alle einen Job haben und Verpflichtungen und so weiter und so fort. Und ja. Ja, vor allem familiäre Verpflichtungen, da bin ich fein raus. Ja, noch, wart's ab. Was haben wir heute eigentlich vorgehabt? Sind wir mal ehrlich, Lanos, wir wollten heute einen schönen Flug machen von Buchs nach Zürich. Und um ehrlich zu sein, bei mir sieht man es ganz gut. Es ist furchtbares Flugwetter. Und was ich dir jetzt nicht erzählen will, ist eigentlich die Tatsache, dass wir jetzt auch einen Technikcheck gemacht haben, lang und schmutzig. Wir haben Your Controls eingerichtet, wir haben WattSim für mehrere Spieler eingerichtet, wir haben bei dir schon mal die ganzen Aufnahmemodalitäten eingerichtet, sodass jetzt die Zeit uns ein bisschen davongelaufen ist. Aber wir wollen trotzdem etwas extrem Cooles machen und etwas, das ich auf gar keinen Fall alleine machen kann. Dafür brauchen wir jemanden, der ein richtiger Pilot ist, nämlich dich, nämlich das ganze Thema Flugvorbereitung. Wenn ich Flugvorbereitung mache, ich sag's mal so, wie es ist, dann lade ich in den Flugsimulator, dann klicke ich ein paar Knöpfe, dann fliege ich los. Eine grobe Richtung passt schon. Ich gehe mal davon aus, das läuft in echt ein bisschen anders. Und dafür schalten wir jetzt mal auf deinen PC. Und vielleicht möchtest du ganz kurz einmal erklären, was wir da überhaupt sehen. Und dann übergebe ich das Wort an dich und ich werde dich mit sehr sinnlosen und vielleicht auch ein paar sinnhaften Fragen löchern. Alles klar. Also was wir jetzt hier sehen, wir haben auf der linken Seite eine Software, die nennt sich SkyDemon. Das ist, also es gibt zwei große Softwarevertreter zur Flugplanung. SkyDemon ist ein bisschen der günstigere, der ist hauptsächlich ausgelegt auf VFA und dann gibt es ForeFlight. Das hat man vielleicht schon ein bisschen mehr gehört. Das ist so die Profi-Software, die kann irgendwie alles, ist ein bisschen teurer. Ist aber hauptsächlich auch ausgelegt auf Alpha und andere Geschichten. Also VFA können die super, aber es ist so wie mit Kanonen nach Spatzen schießen. Also zumindest kam es mir so vor. Die benutzt man zum Plan. Kurze Zwischenfrage, ja? Gibt es dann die auch als App? Also kann ich das quasi, habe ich dann vielleicht mein Tablet dabei und das... Auf jeden Fall. Also das, was wir jetzt sehen, ist einfach die Windows-App. Die benutzt du quasi zum Offline-Planen. Es gibt das aber genauso als iPad und als Android-Applikationen. Das heißt, ich fliege im echten Leben mit so einem iPad 6 Mini. Mhm. Und da läuft es dann auch drauf. Und da benutze ich das dann. Du kannst mehr. Wir können da gleich alles drauf eingehen, was es alles so kann. Das ist dann so Last Check für Nothabens und Wetter. Und dann eben das echte Flight Following. Also wenn du dann sozusagen den Go Flying anmachst und er dann das Navigationssignal das gibt es dann entweder aus dem Flugzeug oder aus dem GPS-Signal vom iPad und du dann halt die Route abfliegst. Das ist so ein bisschen so, wie wenn du das Navi im Auto anmachst mit so ein paar Zusatzfeatures, sag ich mal so. Cool, genau. Sehr cool. Aber ja, gibt es auf jeden Fall als App. Ich habe sogar tatsächlich noch auf meinem kleinen Android-Telefon dabei, falls mal irgendwie das iPad aussteigt oder so. Na, die überhitzen ja auch mal oder irgendwas in der Art, ne? Ja, alles ja passieren. Es soll wohl das iPad 6 Mini besser sein und ich habe so eine Halterung, wo man hinter die Halterung so einen Ventilator dran machen kann. Den habe ich noch nicht gebraucht, aber ja, im Sommer, wenn die Sonne auch aufs Cockpit scheint und es sowieso alles meistens schwarz, dann ja. Genau. Sehr schön. Eine Zwischenfrage hätte ich direkt dazu. Ich habe ja mal gelernt, dass beim VFA dieser klassische Flugplan auf dem Zettel gemacht werden muss. Entlastet mich diese App dann davon? Also zählt die äquivalent zum händisch gemachten Papierplan oder brauche ich beides? Also es ersetzt theoretisch. Aber der Flugplan ist keine Pflicht. Also es gibt ein paar Dinge, die Pflicht sind. Da können wir vielleicht mal drauf eingehen. Also du brauchst es gibt einen sogenannten Ramp-Check. Mhm. Ne? Das heißt, das ist quasi, wenn die Polizei kommt und dich an der Straße anhält und Führerschein und Fahrzeugpapiere sagt.
Das ist die Variante bei den Flugzeugen, ist ein Ramp-Check. Das heißt, die kommen dann an den Ramp, also sozusagen ans Flugzeug ran, entweder bevor du startest oder wenn du gelandet bist, und wollen neben Medical-Lizenz, Ausweis und so Flugzeugdokumenten unter anderem deine Flugvorbereitungsinformationen sehen. Was die Okay. sehen wollen, dass du ein Wetterbriefing gemacht hast und dass du Performance-Berechnungen hast und Ah, Weight and okay. Balance. Alles klar. Also wenn wir hier, das können wir hier auch sehen. Das sieht dann so aus, du hast einen Flugzeugtyp und dann gibt es da eine Betankung und in dem Fall jetzt bei so einem Kleinflieger machst du halt das Gewicht der Piloten rein, also vorne rechts, links und dann hinten rechts. Dann gibt es noch ein Baggage Compartment manchmal und Fuel. Und dann gibt es so ein, dass dieser Graph, das ist sozusagen sozusagen das Window bezüglich Gewicht, also auf der X-Achse siehst du Gewicht in Pfund, ne? Also Maximum Takeoff Weight ist irgendwo hier bei 2400 irgendwas, ich weiß gar nicht genau, wie viel das ist, aber irgendwie so. Und auf der Y-Achse, nee, es war anders, ne? Andersrum, Y, rechts, ja, das, genau. ja, sorry, so viel dazu, ne? Kein Math on Stream oder so. Nee, genau, Und, never calculate on stream, ja, genau, und das ja. andere ist der sogenannte CUG, Ist die das Gewichtsverhältnis, das ist ne? genau, ne? Also dass der Center of Gravity, Schwerpunkt heißt es, der hat glaube ich. halt, genau, der Schwerpunkt, und der hat halt eine vordere und eine hintere Grenze. Und die ist auch an bestimmten Ecken nicht linear. Es gibt zum Beispiel bei einer Cessna sieht es noch anders aus. Und da musst du sozusagen bei allem drin sein, ne? Du darfst weder Übergewicht haben, noch Out, also sozusagen der, wie war der deutsche Begriff nochmal? Schwerpunkt, ne? Also der Schwerpunkt darf nicht außerhalb dieser Grenzen sein. Es hat aerodynamische Gründe, wenn der vorne rausfliegt, ist es nicht ganz so gut. Das bedeutet halt in der Regel, also was es heißt, ist, dass dein Höhenleitwerk Probleme bekommt. Wenn du vorne rausfliegst, bedeutet das, dass du nicht mehr gut abfangen kannst. Das heißt, du knallst beim Landen vielleicht ein bisschen härter auf. Richtig, richtig, richtig sackgefährlich, lebensgefährlich ist, wenn du hinten rausfliegst. Dann kann es nämlich sein, dass du nicht mehr genügend sozusagen Weather Authority hast, um Trudeln zu verhindern. Ah ja, Also, okay. wenn du hinten rausfliegst, das sind so die, dann, das ist dann, wenn da was schief geht, stürzt du ab und du kommst nicht mehr raus. Also ich wollte das auch nicht sprengen, verstanden. Also die Software Genau, hilft mir sorry, auch hier, das. nee, hilft auch hier in der Flugvorbereitung, dass ich Genau. also davon, jetzt könnte ich mir das vielleicht ausdrucken oder das irgendwie habe ich auf dem Handy dabei und könnte das dann also zeigen. Wunderbar. So, sorry. Kein Problem. Dann gibt es der andere Part, den ich mal ganz kurz anspreche. Das sehen wir jetzt kurz hier. Wo ist das? Sorry, wenn man nicht vorbereitet ist, P28. Es gibt also dieses Performance, ist, zumindest von Piper. Ja, das wollte ich eigentlich öffnen. Also es gibt Graphen, da kann man halt berechnen, wie bei gewissen Wetterbedingungen die Performance von einem Flieger ist. Also Takeoff-Performance, Power, wie viel Runway brauche ich? Auch beim Landen, wie viel Strecke brauche ich, um zum Stehen zu kommen? Wie sieht es mit Hindernissen aus? Komme ich über das Hindernis? Ist die Landebahn vielleicht zu kurz? Das sind so Sachen, ich glaube, in der IFR-Fliegerei passiert das dann auch, wenn du auf einem kurzen Flughafen bist. Beim VFR ist es häufig, wenn du auf so eine Graspiste gehst, und die sind in der Regel kürzer. Und da sieht man jetzt hier, das ist so ein Flug, den ich hier mal gemacht habe. Also das ist jetzt für Piper, die vom Hersteller kommt, diese Webseite. Das heißt, diese Berechnungen sind vom Hersteller, genauso wie diese physische Karten. Also du hast einen Graphen, wo du mit dem Bleistift reingehst und da trägst du ein dein Gewicht, die Höhe, auf der der Flugplatz sich befindet und die aktuelle Temperatur. Daraus berechnet man sozusagen die sogenannte Density Altitude. Und daraus ergibt sich dann mit dem Gewicht
eine gewisse Länge. Das sind so diese, das, was mir jetzt, ich gehe ja jetzt auf die Werte alle nicht ein, aber da kannst du halt ablesen, die Landebahn, auf der ich landen will, ist irgendwie, was hat die hier, 2953 Feet lang und sozusagen mit dem, was ich ankomme, wie viel habe ich noch, wenn ich abhebe, wie viel ist da übrig? Da siehst du hier 1900 und das ist wunderbar. Und das sind diese Werte, die musst du beim Ramcheck zeigen. Wenn du das nicht hast, kannst du Ärger kriegen. Alles klar. Also ich habe keine Ahnung, wie das tatsächlich, also wie Ärger dann, was das dann wirklich heißt. Ich bin auch noch nie im Ramcheck gewesen. Das passiert sehr selten, aber das wird gefordert von dir. Und in dem Moment, wo du ein Problem hast, also wenn du in irgendeiner Form eine Emergency, einen Unfall oder so hast, da wird dann dreimal hingeguckt. Und das ist das, was man in den Unfallberichten dann immer auch sieht, so, ja, der Pilot hat halt einfach drauf geschissen, hat es nicht gemacht und ist deswegen ja, irgendwo abgestürzt, nicht über den Berg gekommen, aus der Landebahn rausgeflogen. Genau. Und gut, aber solche Piloten sind wir ja Gott sei Dank nicht, deswegen bereiten wir uns jetzt ganz toll vor. So, jetzt, was wollen wir machen? Ne? Also wir wollen jetzt heute mal, also beziehungsweise später, von Burgs nach Zürich fliegen. Und da gibt es halt in dem VFR-Fliegerei eine ganze Menge zu beachten. Ich werde das jetzt einmal also das ist sozusagen das fertige Konstrukt. Ich werde das einmal manuell selber machen und zeigen, wie man das tut. Ne? Also du fängst bei der Planung an, du sagst, ne, also ich will von Burgs nach Zürich, zack. Dann hast du diese gerade Linie. Die wäre ich jetzt geflogen. Hier wärst du geflogen und dafür, so funktioniert das nicht. Also jetzt, wir fangen mal chronologisch an, wie man das machen würde. Also das Erste, was man macht, ist, man plant den Ausflug. Ne? Das heißt, wir haben hier auf der rechten Seite haben wir die sogenannte WAC-Karte von Burgs. Da sieht man, also zum einen die Landebahn hier in der Mitte, da gibt es diese zwei Patterns. Da haben Kannst du vielleicht noch ein kleines bisschen reinzoomen? Einfach nur noch mal so ein ganz bisschen, das vielleicht... Weiß ich nicht, ob das so einfach funktioniert. So ein, zwei Mal rechts diesen, das ist jetzt ein Schieberegler. Ja, so, ja, perfekt. Das ist PDF, da kann ich, genau. Super. Da gibt es diese beiden Patterns. Das sind sozusagen die, also was man hier sieht, sind die Patterns, die sind aber zum Anfliegen und dann gibt es diese ganzen Pfeile, die hier von irgendwelchen Positionen irgendwo hin und weg zeigen. Und das sind sozusagen die Ein- und Ausflüge. Flugsrouten, die wir haben. Frage dazu? Ja. Das sind Vorschläge oder muss ich mich da zwingend dran halten? Das sind die, an die hältst du dich. Das ist genauso wie der Pattern. Der Pattern ist auch kein Vorschlag, sondern den Pattern musst du ziemlich genau einhalten. Das haben wir letztes Mal kurz erwähnt. Alles, was hier gelb ist, das sind Lärmschutzgebiete und das ist eben das Problem in der Schweiz. Es gibt keinen Standard-Pattern, weil du irgendwo immer jemanden hast, der irgendwo wohnt und das nicht so lustig findet, wenn er ständig einem über den Deckel fliegt. Und deswegen sind diese Pattern so gebaut, dass sie diese Lärmschutzgebiete vermeiden. Mhm. Genau. Und deswegen gibt die Ein- und Ausflüge, da gibt es wahrscheinlich mehr als einen Grund, warum die jetzt genau so sind, wie sie sind. Aber die haben vermutlich ein bisschen mit Separation zu tun, die haben vermutlich ein bisschen damit zu tun, wo will man typischerweise hin und eben auch, wo fliege ich drüber, dass ich niemanden besonders nerv. Okay. Genau. Wir haben jetzt für einen Ausflug ein paar Varianten. Ich würde jetzt ein bisschen die schöne Szenerie wählen. Das heißt, wir werden über Luzern ausfliegen. Ich suche ihn jetzt mal hier so ein bisschen rein. Jetzt sehen wir hier die Geschichten übrigens auch. Also Guy Demon hat die hier auch schon eingezeichnet, mehr oder weniger. Also das vielleicht ganz kurz, das ist das, was wir in Sky Demon sehen, ist sozusagen, was Sky Demon mitliefert. Die Karte auf der rechten Seite sind die offiziellen Karten der Schweiz. Die kann man sich in Sky Demon dazu kaufen, die sind aber standardmäßig nicht dabei. So, für 1 Million so Euro, weil ihr seid ja Schweizer und das ist die kleinste Einheit, die es gibt in der Schweiz. Ja, genau. Wir rechnen in Einzifferzahlen, aber es sind alles Millionen. Genau. So, es funktioniert. So, ja. Okay. Dann wäre es. Lass mal Gehalt verhandeln. Genau, also ein typischer Ausflug geht so über Krien-Sempach. Und jetzt hier nochmal.
Burgs ist ein privater Flughafen. Hier gibt es im Anschluss, das ist Alpnach, das ist da, wo ich fliege, in Kegiswil. Das ist eine militärische Zone und hier ist Emmen, das ist ja auch eine militärische Zone. Das hier ist. Hier sind wir jetzt wieder bei dem Fall, wie ich das letztes Mal erzählt habe. Wir müssen beim Ausflug ein CTR-Crossing machen. Das ist jetzt nicht so wild, aber das ist das Erste, was man hier mal mitnimmt. Kannst du Ja? SkyDiemon noch ein kleines bisschen ranzoomen? Ich glaube, das würde noch mal ein bisschen helfen, gerade wenn wir jetzt hier noch am Anfang sind, dass man noch mal einmal die Piste ein bisschen sieht. Ruhig noch ein kleines bisschen. Du hast ja eine sehr hohe Auflösung. Genau. Danke. Genau, also vielleicht zur Erklärung für die, die zuhören, der liebe Mr. McCracken sieht von mir nur in 720p ein Discord-Bild, was wir dann, wir nehmen das aber korrekt auf, das heißt, ihr seht es dann nachher in großer Qualität. Ja, also wie gesagt, alles, was blau ist, genauso wie auch hier in den Karten, blau sind entweder Kontrollzonen oder diese Terminalzonen. So, jetzt haben wir schon mal den Ausflug geplant. Jetzt gibt es das Gleiche. Ich habe Also jede jetzt. Menge Fragen. Jede Oh, Menge. okay, schieß los. Also Du hast bevor ja mein, ich jetzt. will, auch nicht so durchrattern, weil das Problem ist, ich kenne natürlich alles im Detail. Genau. Insofern, schieß los. Also die erste Frage ist, so wie du jetzt, wie der erste Pfeil ist, also vom Flugplatz zu dem ersten Punkt, da ist ja, glaube ich, dann schon Luzern oder hilf mir nochmal schnell mit dem Ort, der da. Ja, Kriens, das ist ein Stadtteil von Luzern. Genau. Ja, oder so. Es ist ein bisschen nebenan halt. Ja. Richtig, normalerweise, also wir würden ja starten, wir gehen jetzt mal davon aus, wir starten, das ist keine Ahnung, was es ist, 2,6, 2,5 oder so, ne? Wo wir, je nachdem, wie der Wind ist. Das heißt, ich plane da jetzt nicht akribisch genau, dass ich da um den Berg noch drumrum Nein, muss, nein. sondern ich plane eigentlich nur meinen ersten richtigen Waypoint und halte mich aber dann, das merke ich mir, weil ich ein guter Pilot bin, dass ich natürlich das ja, Ausflugspattern benutzen muss. Richtig? Ja, also jetzt müssen wir vielleicht tatsächlich 5 Minuten mit dem Navigationsflugplan verwenden, was der ist und wie der funktioniert und was man da einträgt und was nicht. Da kann ich vielleicht einmal, also das sieht am Ende so aus. Da gibt es jetzt verschiedene Varianten, aber du hast am Ende vom Tag eine Liste von Waypoints mit einer Höhe, die du in dem Waypoint hast, einem Heading, das du fliegst. Ich gehe jetzt nicht auf alles ein, aber auf die wichtigsten Dinge. Also Waypoint-Name ist wichtig. Höhe am Waypoint ist wichtig, Heading und dann gibt es noch Distance und Time. Heading ist So. dann Waypoint to Waypoint, oder? Genau, das ist das, was also im VFA, wenn du keine elektronischen Navigationshilfen hast, hast du eine Karte, einen Navigationsflugplan und deine Augen und einen Stift. Und jetzt kommen wir zu dem, was trägt man da ein und was nicht und wie viel und wie viel nicht. Okay, ich zeige euch mal einen aus meinem echten Leben, weil da sieht man es ein bisschen besser, was ich gleich erklären will. Sekunde. PPL-Flüge, nehmen wir mal den hier. So. So sieht es in real aus. Hier gibt es nämlich ein paar Dinge, die wir jetzt. Ich mache den kurz wieder zu, dass wir die Karte haben. Also, was ist die Idee vom Navigationsflugplan? Die hat zwei Gründe. Zum einen gibt sie die Information über, wo fliege ich lang und was muss ich dann machen? Also, weil du trägst beim Navigationsflugplan hier zum Beispiel bei jedem Punkt ein. Gibt es da eine Frequenz? Also zum Beispiel bei der Abflug ist es die 128.475 und ich spreche mit dem mit Alpnach Tower. Also es müsste eigentlich Alpnach Tower, nicht Aerodrome heißen, aber das ist wurscht. Das ist jetzt ein Flug, hier fliege ich, vielleicht nehme ich einen anderen, damit das mehr Sinn ergibt, weil hier fliege ich über Interlaken raus. Sorry, dass das, wenn man was macht, was man nicht vorbereitet hat. Das macht es ja gerade so sympathisch, an der Stelle mal die Chance auf den Daumen nach oben zu klicken. Genau, so. Jetzt, hier gibt es mehr Sinn. So, weil das ist jetzt ein Ausflug, der mehr oder weniger dem entspricht, was wir da haben. Ne? Mit dem Unterschied, ich starte nicht von Burg, sondern Kegiswil, was der hier unten ist. Das heißt, ein Ausflug von Kegiswil geht von hier über Horf nach Sempach.
oder Sursee. Sursee ist hier oben am Ende von dem Sempacher See. So. Das heißt, was ich hier rauslesen kann, ist also erstmal die Frequenz, wo ich starte, mit wem ich da spreche. Hier gibt es so ein, und dann ich habe immer so eine Remarks-Spalte, wo ich mir noch Zusatzinformationen geben kann. Hier sage ich, ich möchte was ganz Spezielles machen. Ich möchte hier nämlich über Burgs rausfliegen. Das heißt, normalerweise, wenn ich normal fliegen würde, würde ich so fliegen, dass ich in diesen, weil ich bin in dem Alpnach, Luftraum und ich will eigentlich nicht hier rein. Das heißt, ich darf eigentlich nicht über die Grenze des Sees kommen. Sonst bin ich hier drin. Jetzt gibt es Situationen, in denen möchte man das aber, weil vielleicht hier Wolken sind und ich hier unten lang fliegen kann. Weil dieses, da wo jetzt die 3X sind, das erkläre ich später mal, was das alles ist, da ist eine kleine Bergerhebung, die ist ungefähr 3300 Fuß hoch. Manchmal gibt es da Wolken, da kann ich hier nicht drüber fliegen, aber ich kann hier über diese Seezunge fliegen. Da kann ich mit 2500 lang fliegen. Aber ich komme in den Burgs Flug, in den Airspace von Burgs rein. Und dieses Coordination with Burgs ist für mich die Erinnerung, dass ich beim Start in Alpnach denen direkt sagen kann, hey, ich will da über Stans-Start fliegen. Also Stans-Start ist so dieser Ort, der hier jetzt nicht zu sehen ist. Aber das ist da, wo jetzt der Mauszeiger ist, ist Stans-Start. Und dann sage ich Ausflug über Stans-Start und dann Sempach. Please coordinate with Burgs. Und dann wissen die genau, was ich machen will. Dann sprechen die mit Burgs Tower. Ich glaube, das habe ich letztes Mal schon mal erzählt. Genau. Und ich bleibe auf der Frequenz. So. Also das heißt, ich bin, also der Navigationsflugplan gibt mir eine Reihe von Informationen, die ich während des Fluges brauche, wie Frequenzen eindrehen, ATIS-Frequenzen, irgendwelche anderen Dinge, vielleicht eine Crossing-Richtung. Ne? Also ich will ja durch M durchfliegen und beim Crossing muss ich ja sagen, wie ich durchfliege. Das notiere ich mir in den Remarks, damit ich das nicht mir nochmal kurz auf. Ne? Also ich will nicht auf die Karte gucken, ich will direkt mit denen sprechen und dann mache ich einen Blick auf den Navigationsflugplan und weiß, was ich denen sage. So, wir waren aber so ein bisschen auch, was trage ich da ein und was nicht. Und da gibt es jetzt ein paar Sachen. Dieser ganze Ausflug hier jetzt von Burgs über Luzern nach Sempach, der geht laut Navigationsflugplan, da trage ich nur WAC ein. Ich mache das nochmal kurz so. WAC ist diese Karte. Solange ich auf dieser Karte bin, fliege ich nicht nach Punkten, sondern nach Sicht. Aha, Also jetzt, weil das ist auch so, diese, was man auch wissen muss, wir können ja hier jedes Mal auf dieses Leck gehen und du siehst immer, wie viel Zeit du zwischen diesen Lecks hast. Das sind 5 Minuten. Jetzt bist du aber in diesen 5 Minuten dabei, einen Ausflug zu machen, ein Crossing durch 2 CTRs. Da bist du unglaublich beschäftigt. So, was du hier sozusagen weiter hast, jetzt hast du hier sozusagen die Navigationsinformation. MC ist der Magnetic Course, das ist sozusagen das Heading, was du auf dem Kompass abliest. Die Distanz zwischen den Punkten und die Höhe, die du haben willst. Was du zum Beispiel beim ersten Leg auch noch aufschreibst, da bist du im Steigen. Machst es einfach am Pfeil hoch. Also in der Regel bist du da, also möglicherweise bist du dann auf der Höhe oder auch nicht. Das hängt vom Flugzeug, deiner Beladung, Density, Altitude, bla bla bla. Ne? Also deswegen, das interessiert dich da gar nicht, dass du da 4,5 geplant hast. Du sagst einfach, hier steige ich. Ja, alles Und klar. dann trägst du, dann gibt es eine Geschwindigkeit, mit der du fliegst. Da gibt es theoretisch eine Windberechnung, aber die ist für die Fliegerei, die wir machen, sehr, sehr aufwendig, hat nicht viel Auswirkung, ändert sich ständig, also es lässt du eigentlich in der Regel weg. Ja, und dann gibt es eine Zeit, die du hast. Beim Starten und beim Landen, das siehst du hier, bei den letzten gibt es immer ein Plus 5. Das ist, weil du ja nicht direkt fliegst, sondern du fliegst in der Regel in den Pattern rein oder aus dem Pattern raus. Das heißt, da gibt es immer noch mal extra Zeit, bis du wirklich raus bist, weil du in Wirklichkeit fliegst ja hier keine gerade Linie, sondern ich sag mal, wenn wir jetzt in Richtung, was ist das, 06 starten, dann würdest du hier über den erstmal den Pattern fliegen, hier dann Crosswind, Downwind und dann hier nochmal das Baseleg und dann würdest du hier erst hier rausfliegen. Das heißt, du würdest die ganze Zeit hier auf dem Pattern bleiben. Das ist ja alles Strecke, die du zurücklegen musst. Ja, yep, Und alles deswegen macht klar. man beim,
macht man beim Rein- und Rausfliegen immer noch 5 Minuten drauf. Weil man sagt, so ein Pattern, ein kompletter Pattern ist meistens auch 5 Minuten zum Fliegen. So. Okay, jetzt aber weiter. Warum Nee, aber die nicht zu viele Wege? Frage Ja? beantwortet, damit ist ja quasi, also du hast ja gesagt, wir fliegen nach der VAC, wir fliegen also das Pattern raus und mit dem Wissen brauche ich ja da jetzt nicht 10 Sonderpunkte setzen. Frage für mich beantwortet, passt. Also dein Ja. erster richtiger Wegpunkt, Pattern-Ausflug jetzt, wäre dann tatsächlich dieser erste Waypoint. Ich kann es leider aufgrund der Discord-Qualität nur so halb. Sempach, also der erste Wegpunkt wäre eigentlich Sempach. Genau, okay, dann Richtung Hierhin. Sempach, ne, dass Hierhin. ich also weiß, okay, ich fliege das Pattern raus, ich muss steigen, ich sehe dann zu, dass ich an dem Punkt meine Höhe habe und den so ungefähr treffe. So, und jetzt gibt es einen weiteren Punkt, und das ist jetzt bezieht sich es auf die weitere Flugstreckenplanung. Du siehst hier hinten, hier gibt es ein ETO und ATO, und die sind frei. Also ETO ist Estimated Time over Target, also over, also über dem Punkt, und ATO ist Actual Time over. Das heißt, jetzt gehen wir ganz kurz ein bisschen rein, wie füllt man denn so einen Flugplan aus? Weil das, was wir jetzt haben, ist die Planung, aber der Flugplan ist ein Hilfsmittel, dass du dich nicht verirrst. Und damit du dich nicht verirrst, hast du zwischen jedem Punkt, also einen Kurs und auch eine Zeit, die du brauchst, um von A nach B zu kommen. Das heißt, was du machst, während du fliegst, also wenn du startest, das allererste, was du machst, trägst ein Take-off-Time ein. Ach so, ich dachte, ein Gin Diese Tonic. Ta Das ist das Erste, was ich. Aber gut, mach mal weiter. Ja, okay, sorry, das Das, stimmt, das zweite. okay. Also nach dem Gin Tonic kommt die Take-off-Time. Und die wird automatisch hier in dieses ATO-Feld eingetragen, von hier oben. Sozusagen, wann bin ich losgeflogen in LSPG? Was du dann als nächstes machst, da gibt es zwei Varianten. Ich erkläre jetzt die, die ich mache. Du füllst die ETO, also die Estimated Times, einmal komplett durch. Das heißt, angenommen, hier steht 05, das heißt dann plus 9, also 05, 14, plus 7, 24, plus 8, 32, plus 8, 40. Plus 5, 45, plus 7, 52. Ich kann doch rechnen. Was du damit erreicht hast, ist, dass du jetzt für jeden Punkt eine Zeit hast, wo du erwartest, dort zu sein. Also Und dann ist es so, dass während du dann fliegst, du beim Erreichen jedes Punktes so ein Flow durchgehst, das nennt man Time Turn Twist Tabulate. Das heißt, du trägst dann die Zeit ein, wo du drüber bist. Also das erste T ist Time. Das heißt, du hast so eine Stoppuhr, die du dann einstellst. Also du stoppst immer die Zeit. Das heißt, wenn du startest, läuft die Stoppuhr zu. Das heißt, wenn wir jetzt über Sempach sind, drückst du auf die Stopp, machst Stopp. Weil das heißt, die wird auf Null gesetzt und läuft dann sozusagen ab Null wieder los. Das nächste Turn. Das heißt, du bist jetzt über Sempach. Nach Sempach kommt der nächste Kurs. Das wäre jetzt hier bei uns, weiß ich nicht, 040. Das heißt, du gehst auf den neuen Kurs. Talk wäre, falls es was zum Sprechen gibt, das ist sozusagen so ein optionaler Punkt, den gibt es nicht immer. Aber wenn du mit irgendjemand reden würdest, würdest du jetzt mit dem reden. Und dann kommt Tabulate. Das heißt, jetzt ganz zum Schluss trägst du den ATO-Wert ein. Du hast ja die Stopp, also du warst über Sempach, ich sag mal, Sempach waren wir jetzt um 15. Jetzt hast du diesen ganzen anderen Kram gemacht, die Stoppuhr ist schon weitergelaufen. Jetzt guckst du auf die Stoppuhr, siehst, oh, ich habe 1 Minute gebraucht. Guckst, es ist 16, das heißt, du warst um 15 über Sempach, trägst bei ETO 15 ein. Jetzt hast du dann auch möglicherweise eine Differenz zwischen ETO und ATO und kannst davon ausgehen, da bin ich ein bisschen schneller, ein bisschen langsamer. Aber worauf ich hinaus will, ist, wenn jetzt diese Abstände zwischen diesen Wegpunkten zu kurz sind, kommst du mit dieser ganzen Prozedur nicht hinterher. Verstanden. Das heißt, Okay. und du willst ja zwischendurch noch rausgucken, weil wir haben ja VFR und wir müssen auch darauf aufpassen, dass wir sicher sind, dass wir gerade fliegen, dass da keiner gegen, bla, bla. Das heißt, diese Planung ist ein bisschen, da ist ein relativ hoher Erfahrungswert drin, was sinnvoll ist und was nicht. Also man sagt so Minimum 5 Minuten, Maximum 10 Minuten. Da geht es jetzt darum, warum nicht länger?
wäre jetzt eine Frage und die Antwort ist, wenn du zu lange zwischen Punkten hast und jetzt vielleicht in der Gegend bist, wo alles irgendwie gleich aussieht, kann es sein, dass du schnell dich mal verirrst, Herzlich weil du willkommen in vielleicht den. Norddeutschland. Hier sieht alles gleich aus. Das sind alles Ja, Felder, es genau. gibt keine Berge und wenn du da eine Viertelstunde 10 Grad Abweichung hast, bist du höchstwahrscheinlich ganz woanders. Genau, ne? Also du willst sozusagen den Fehler minimieren, den du haben kannst. Also nicht zu kurz, damit du hinterherkommst mit der Prozedur, und nicht zu lang, damit du die Fehler korrigieren kannst, die du machst. Das ist so die Philosophie dahinter. Da Absolut gibt es jetzt noch schlüssig jetzt. erklärt. Warte ganz kurz, ich habe eine Frage, die brennt mir auf der Seele, die muss ich jetzt loswerden. Du hast mir gesagt, du trägst als erstes mal, kalkulierst, du hast auch schön vorgerechnet, die Zeiten durch und trägst die ein. Kann ich davon ausgehen, dass du startest, dann Escape drückst, dann geht ja der ganze Flieger sicherlich auch in so eine Art kurzen Pausenmodus und du machst das dann in Ruhe, weil wann machst du denn das? Du bist ja gerade am Fliegen. Das machst du währenddessen. Also, das würdest du, also ich sag mal, das Tabulate würdest du jetzt hier, wenn wir aus Burgs ausfliegen, vielleicht nicht direkt machen. Aber ich sag mal, wir sind jetzt hier, nach dem Upwind kommt ja der Downwind. Auf dem Downwind haben wir vielleicht eine Minute oder zwei. Und dann fängst du schon mal an. Dann trägst du schon mal die ersten drei ein. Ist Dann ja ist mega vielleicht stressig. das. Ausflug ist stressig. Ausflug ist richtig Party im Flugzeug. Das ist natürlich, wenn du jetzt hier sowas Elektronisches hast, der kann diese Spalten, der hat die dann auch und der füllt die dann automatisch aus. Aber ich bin tatsächlich ein Freund, trotz iPad noch so einen Navigationsflugplan neben dran zu haben, vor allem weil ich diese Kommentarspalte habe. Das ist der eine Nachteil von SkyDream. Also es gibt ein paar Vorteile von ForeFlight, der teuren Software, die kann ein paar Sachen besser. Ich kann hier in SkyDream leider, ich kann hier nichts ein. Also ich habe zwar so ein Notizblatt, wo ich was reinkritzeln kann, aber ich habe jetzt hier keine Eine Spalte Kommentarspalte, dazu. wo ich was reintun kann. Ich kann zwar hier unten Dinge hinschreiben und so, und das kann ich mir ausdrucken und alles, aber das ist, also es gibt noch ein paar Gründe für Papier Ich im Cockpit. frage nur deswegen, weil mich das so wundert, ne? Weil eigentlich, also ich kann ja immer nur sagen, ich beschäftige mich ja extrem viel mit der IFR-Fliegerei und da wird eigentlich gesagt, ab 10.000 Fuß nach unten oder bis 10.000 Fuß nach oben steriles Cockpit, ne? Keine Privatgespräche, keiner guckt auf sein Handy, die Stewardess muss vorher rausgegangen sein und so weiter und so fort. Und dann gibt es dann diesen Landing Inhibit Teil, also ab 2.500 Fuß Overground wird nichts mehr gemacht. Da blendet der Flieger auch unter anderem unnötige Dinge aus. Also kleinere Fehlermeldungen kriegt der Pilot nicht an den Kopf geschmissen, damit er sich nicht mit irgendeinem Unfug beschäftigt. Das wirkt jetzt auf mich persönlich, ist jetzt wirklich nur persönlich, das ist faszinierend, wie du das hinkriegst. Deswegen, ich würde es ja wirklich gerne mal in Real Life sehen. Das wirkt jetzt wie eine für mich als Laie, so ein bisschen wie eine Aktion, die eine Startphase, in der es sowieso gerade sehr viel zu tun gibt, wo man nicht sehr hoch ist, wo man vielleicht noch nicht sehr schnell ist, eine unnötige Ablenkung des Piloten, hervorruft. Ja, aber das klingt jetzt schlimmer, als es ist. Also zum einen fliegen wir nicht mit 150 Knoten durch die, sondern mit meinem, also oder selbst wenn. Also der Flieger, wenn du den, ne, wenn der sauber ausgetrimmt ist, ne, also du steigst, trimmst den auf Steigen aus, auf deine, weiß ich nicht, VY, also die 79 Knoten, wie das bei meinem Flieger ist. Und dann musst du jetzt erstmal nur gucken, dass der gerade fliegt. Und das sind ja alles Übungsdinge. Also ich kann dir sagen, angefangen habe, als ich in die Ausbildungsphase gekommen bin, wo du Navigationsflüge machst, wo dieser Part plötzlich im Cockpit stattgefunden hat, da habe ich nasse Hände Ja, gekriegt. gut, dann sind wir da Und wenigstens das. mal. Okay. Aber wenn du das halt ein paar Mal gemacht hast, dann ist es okay. Und was du ganz schnell, ganz früh lernst, ist jede Sekunde nutzen, die du ansonsten nichts zu tun hast, wo du solche Vorbereitungen machst, damit du, wenn du es brauchst, sie hast und die nicht verkrampft suchen musst. Also, weil ich hatte Situationen, da bin ich nämlich beim Starten, habe ich das Ding nicht ausgeflogen. Also es war ein relativ kurzer Flug von einer halben Stunde. Also halbe Stunde klingt jetzt gar nicht so kurz, ist aber eigentlich kurz. Und
Ich hatte, wir sind 5 Minuten geflogen. Mein Fluglehrer grinst so vor sich hin, weil der weiß ja, was gleich passiert. Meint er so: Da vorne ist der erste Wegpunkt, du hast noch nichts ausgefüllt, willst du mal? Und auf einmal hast du eine Minute Zeit, um diese ETOs auszufüllen, auszurechnen, weil du am ersten da vorne gleich den ATO eintragen musst. Und auf einmal kriegst du richtig Stress. Und deswegen machst du das in den Phasen, weil der Ausflug ist nichts, also. Auch wenn wir hier durch eine CTR fliegen und von der einen auf die andere wechseln und dann im Steigen sind und darauf achten müssen, das ist, du hast diese Zeit und du musst ja jetzt nicht irgendwie großartig Romane ausfüllen, sondern das sind 2 Ziffern, die du aufschreibst und 2 Zahlen miteinander addierst, ein paar Mal. Das ist natürlich, also ja, klar, das ist ein bisschen Workload, aber den kriegst du da unter. Also das kann Okay. ich ganz, ganz easy sagen. Ich sag mal, das Ziel ist ja jetzt, wenn du hier ausfliegst von Burgs bis Sempach, das ausgefüllt zu haben. Und das kriegst du locker hin. Und zum Beispiel auch bei dem Crossing von M. Ne? Also du bist, ich sag mal, irgendwo hier, Region Horf, wirst du mit der Burgstower dich abmelden und den Handoff machen an den anderen. Und dann hast du hier eine Minute Zeit, deinen Aufruf zu machen. Dann sagt er, also was weiß ich, Hotel Bravo Charlie Zulu Victor, Horf 4500 Feet, Request to Cross at 4000 Feet Direction Sempach oder Request to Cross CTR Sempach at 4500 Feet. So, zack, dann kommt der zurück mit QNH 1022, Clear to Cross CTR Direction Sempach at 4500 Feet. Ja? Und dann sagst du das nochmal zurück und das war's. In der Zeit bist du von hier bis hier geflogen. Und jetzt, wenn wir da drauf sehen, sagen wir 5 Minuten, jetzt haben wir nochmal 4 Minuten Zeit, irgendwas zu machen. Also kannst du den Navigationsflugplan weiter ausfüllen, wenn du es bis dahin noch nicht geschafft hast. Und du brauchst nicht 5 Minuten zum Ausfüllen. Nee, ist klar, Ja, verstanden. das, Aber es ist, ja. wirkt eben gerade, aber du hast ja gesagt, Ausflug ist stressig, so wirkt es auch. Ja, also sagen wir mal, stressig ist, ich sag mal, es ist. Fordernd Starten, vielleicht. Landen mit allem, was dazu ist, sind die beiden stressigen Phasen. Ob das jetzt tatsächlich stressig ist oder nicht, das kann man dann sehen. Aber so, ja. Genau. Cool. Frage. Ich komme ja aus Ja? dem, ich hab ja immerhin einen Bootsführerschein, ist ja nicht zu vergleichen, aber zumindest ist es da so, dass ich mir also durchaus auch mal einen Hilfsmatrosen an die Seite holen darf. Also sagen wir jetzt, du fliegst mit irgendjemandem, der vielleicht auch, jetzt nicht ich, sondern einer, der es vielleicht auch eine PPL hat oder in irgendeiner Form, dann könnte man sich die Aufgaben auch ein bisschen aufteilen, weil der rechts neben einen will ja vielleicht sich nicht langweilen, Das oder? würde ich absolut. Also ich habe das auch schon gemacht, dass ich dem Passagier den Navigationsflugplan in die Hand gedrückt habe. Ich sage hier und jetzt. Also das geht. Okay. Das ist, also ist ja jetzt, also wenn du jetzt mit mir fliegen würdest und ich drücke dir das Ding hin und sag so, jetzt schreib bitte mal, wir hatten Startzeit irgendwie 21:25 Uhr, dann tragst du die 25 ein und rechnen und dann erkläre ich dir, wie du das ausrechnest. Das kriegst du ja hin. Ja gut, ich bin ja noch mit meinem Gin Tonic beschäftigt, aber wenn ich den durch hätte, würde ich dir helfen. Ja, genau. Nee, okay, cool. Nee, also kenne ich auch so. Das macht ja durchaus Sinn und es macht ja dann auch Spaß, vielleicht dann gemeinsam einfach so ein bisschen an der Sache zu arbeiten und entlastet dann Genau. vielleicht auch, ne? Cool, okay. Also wir sind jetzt gefühlt rausgeflogen, haben das Pattern mitgenommen und haben jetzt auch das Crossing und die erste Frequenzübergabe hinter uns gebracht. Vielleicht springen wir nochmal an den Anfang zurück. Die Planung, die Grobplanung jetzt. Wir haben ja Genau, jetzt zwei genau. Punkte gesetzt. Wie würdest du denn diesen Plan, die Richtung Zürich jetzt eigentlich erstmal planen, anhand dir Genau. bekannter Wegpunkte? Also jetzt müssen wir einfach noch ein bisschen, also nicht irgendwas, sondern wir haben jetzt den Ausflug geplant, jetzt müssen wir den Einflug planen, weil wir können nicht einfach, jetzt sind wir hier in Zürich, Oder musst du auf jeden warte, Fall, jetzt wenn ein es bisschen. irgendwie geht, noch mal ein bisschen ranzoomen? So, ja. Wir können nicht einfach, und jetzt gehe ich mal hier auf die Zürich-Karte, so, da sieht man die links auch. Du fliegst nicht einfach rein. Das ist auch eine CTR und jetzt Zürich ist so und das ist bei den größeren häufig, haben festgelegte Einflugrouten. Also Zürich hat insgesamt 3. Wir können dir mal, ich zeige dir mal kurz hier auf der rechten Seite, es gibt die Whisky-Route, das heißt von Whisky nach Whisky 1, Whisky 2. Dann gibt es die Sierra-Route, die von Sierra Whisky 1, Whisky 2 geht.
Und dann gibt es die Echo-Route, die von Echo nach Echo 1 und Echo 2 geht. Sind das dann auch die Meldepunkte? Ja, also können wir auch kurz darauf eingehen. Du siehst, es gibt hier Dreiecke und es gibt, sagen wir mal, ein schwarzes Dreieck und ein weißes Dreieck. Schwarze Dreiecke sind Pflichtmeldepunkte, weiße sind optional. Das kann dann sein, dass der Controller das möchte, dass er das sagt. Oder auch nicht. Aber auch wenn der Controller dir das nicht sagt, dass du wisst, also Pflichtmeldepunkte sagst du, ob der Controller das von dir verlangt oder nicht. Und dann gibt es noch eine besondere Spezialität. Habe ich die gerade hier? Es gibt noch so ein Dreieck, das ist zur Hälfte schwarz und zur Hälfte weiß. Die sind Pflichtmeldepunkte, wenn du einfliegst und nicht Pflichtpunkt, wenn du darüber ausfliegst. Logisch. Als wäre es nicht schon kompliziert genug, hat man sich das auch noch ausgedacht. Genau. So, das heißt, wir müssten uns jetzt entscheiden, ob wir über Sierra oder Whisky reinkommen. Die Entscheidung habe ich für uns schon getroffen. Wir kommen über Whisky. Das heißt, wir würden hier jetzt genau diese Whisky-Routen hier reinmachen. So, das. Übrigens, das, was ich jetzt wieder mache, ist nur, um es für uns zum Sehen zu haben, der Navigationsflugplan müsste eigentlich ab Whisky WAC drin stehen haben. Genau, okay. Und genau. Wobei ich das in der Regel dann noch so gemacht habe, weil du dann nämlich die Kurse drin stehen hast, die du da fliegst. So. Der Rest. Das ist die WAC-Karte von Zürich, der Wahnsinn, der in Zürich stattfindet, weil da gibt's. Also wenn du nach Zürich reinfliegen willst, musst du einen Online-Kurs von Zürich absolvieren, damit du Bescheid weißt, was da alles passieren kann. Weil Zürich hat drei Landeplanen und gewisse Konzepte, wann welche Landebahn aktiv ist. Und die WFA-Flieger werden da so ein bisschen dazwischen gemogelt. Also diese Einflüge hängen jetzt ein bisschen davon ab, wo du reinkommst. Also typischerweise ist die Piste 28 aktiv. Das heißt, wenn wir über Whisky kommen würden, würdest du hier lang fliegen, dann hier an dieser Tankfarm vorbei, hier lang, hier hinten rum, Bassadorf und dann auf die Piste 28. Kann aber auch sein, dass sie dich obwohl die Piste 28 ist, auf die Piste 34 picken. Und dann gibt es hier den Part, den du hier unten siehst. Dann gibt es hier so einen versetzten Touchdown-Point, weil die kleinen Flieger brauchen nicht 2000 Meter zum Landen, sondern der versetzte Touchdown-Punkt hat immer den Hintergrund, dass du möglichst kurz auf der Piste Und dann bist, schnell runterkommst du. damit du wo an der Ecke bist, wo du runterkommst. Und wo du also hier möchten sie nicht, dass du, weil du der General Aviation Part ist hier hinten. Und du würdest sozusagen hier Taxiway Alpha haben, das ist der obere. Und du willst nicht hier lang, weil hier sind die dicken Flieger. Das heißt, sie möchten dich, ich weiß gar nicht, wie der Inner Link oder so ähnlich, kann man da mal angucken, wie die heißen. Auf jeden Fall du möchtest hier raus, damit du möglichst schnell weg bist. Weil dann gibt es halt Verstanden. verschiedene Varianten, je nachdem, wo du hinkommst. Und besonders krass ist es, wenn du über Echo einkommst. Da gibt es nämlich sozusagen die normalen über die 28. Aber es gibt noch sozusagen den sogenannten Hotel 1 Anflug auf die Piste 32, der ein, also es gibt, das ist der rote Part, der sozusagen einen ganz nach hinten versetzten Touchdown-Punkt an das Ende der Piste hat. Was? Das heißt, du kommst über diese rote Route und das ist eben der Wahnsinn, den du da hast. Das kann ja sein, dass du irgendwas geplant hast und dann fragt der Controller Hotel One available are you und fragt dich dann, ob du dann, ich weiß gar nicht, wie er das fragt, aber fragt, ob du das haben willst. Und wenn du in dem Moment den nicht vorher angeguckt Ja, hast du keine Chance, ne? vorbereitet hast, dann kannst du nur noch negativ sagen und dann schickt er dich ins Echo 2 Holding, bis er Zeit hat, dich runterzulassen. Na, das sind diese beiden Kreise. Es gibt hier an Echo 2 und Whisky 2 gibt es Holding Points, bis sie sozusagen genügend Zeit für dich haben, dass du jetzt da mal runter darfst, weil du nämlich hier sonst wieder alles blockierst. So, das ist sowas von super interessant und spannend, was du erzählst. Erstmal mega,
von mir jetzt das Feedback, bitte auch mal alle hier in die Kommentare schreiben. Ich finde, dass man, ich hänge sozusagen wortwörtlich an deinen Lippen, weil man, einem wird mehr oder minder natürlich bewusst, das, was man wusste, im Himmel gibt es keine Schilder. Ne? Wenn du mit dem Auto irgendwo langfährst, du musst da noch nie gewesen sein, dann sind die Schilder da und du weißt eigentlich, ich könnte ja von A nach B fahren und würde mich wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich nicht blöd anstellen dabei, weil es relativ easy ausgeschildert ist, was man zu tun hat. Aber hier heißt das, vorher Karten angucken, also Flugvorbereitungen und sich nicht nur Karten, kurz, dass ich ja unterbreche, das ist ein ganz, 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 ganz wichtiger Teil von einer Flugvorbereitung, dass du nicht nur dir die Karten anguckst, sondern die Bilder, wie es in echt aussieht. Also über Google Maps. Und ganz viele Flughäfen Zürich eingenommen haben Luftbilder und Videos, damit du Referenzpunkte hast, wo du hinzielst, damit du weißt, wo bin ich jetzt hier oder hier oder hier? Also wo muss ich denn drehen? Wo ist denn das? Also manchmal gibt es eben Sachen, woran du das erkennst, ein Fluss, irgendwelche markanten Gebäude, bla bla bla, eine Autobahnkreuzung. Aber manchmal ist es nicht so trivial und dann ist es, wenn du es dir vorher nicht angeguckt hast, kannst du davon ausgehen, dass du in der Luft nicht da fliegst, wo du sollst. Eine Sache, die sicherlich viele interessieren würde, ist die Frage, wie sehr kann ich denn da den Microsoft Flugsimulator benutzen, um so eine Strecke mal zu proben? Perfekt. Unglaublich gut. Also, ich sag mal, für so Flughäfen, wo es sagt, da gibt es jetzt ein Gebäude oder eine Tankfarm oder ein Ikea oder so oder irgendwelche Geschichten, dann nicht unbedingt. Weil da ist die Fotometrie noch nicht perfekt genug. Da wäre spannend, ob 2024 da relevant anders wird. Da ist dann Google Earth wichtig, dass du das anguckst oder was der Flughafen gepostet hat. Aber für die prinzipielle Planung und vor allem das Höhenprofil, da gehen wir jetzt nachher auch noch drauf ein, also auf welcher Höhe muss ich fliegen, wenn ich durch die Alpen fliege und komme ich da dann auch über die Pässe oder nicht? Dafür ist es. Also ich habe jeden Flug mit Microsoft Flight Simulator vorbereitet. Jeden. Cool. Und das ist super gut. Sehr schön. Bevor du weitermachst, noch eine kurze Zwischenfrage. Ist es denn oder hast du sogar schon mal die Chance gehabt, in Zürich zu landen mit deiner Maschine? Nee, das ist noch ein Open Point. Also ich habe schon mal, also es gibt ein. Jetzt gehen wir kurz hier hin. Was man macht, also es gibt zwei Wege, die CTR zu durchfliegen. Also wenn du nicht landen willst, sondern durchfliegen willst. Es gibt die Möglichkeit von Echo nach Whiskey zu fliegen, wo du über die Landebahn gehst. Und es gibt sozusagen Whiskey Sierra. Den Part Echo Whiskey geben sie dir nicht gerne, weil wenn du über der Landebahn bist, müssen sie dich da irgendwie einfädeln. Ich habe schon mal von Sierra nach Whiskey ein Crossing gemacht und das kriegst du in der Regel immer. Das ist sozusagen der Szenerieflug über Zürich, weil du dann, Zürich ist ja hier unten und damit, das ist sozusagen die Fototour. Okay, cool. Und da bist du ja auch weit ab von Anflügen und Landebahnen und so, also das ist, den kriegst du in der Regel immer. Weil ich frage deswegen, weil in Frankfurt, und ich würde mal sagen, das ist vielleicht sogar vergleichbar, ich weiß nicht, vielleicht ist Frankfurt sogar noch ein kleines bisschen größer, sind meines Wissens nach VFA-Landungen nicht erlaubt. Also die haben das kategorisch ausgeschlossen. Tatsächlich nur als Pan oder Mayday landen. Und während Corona hatten die dann mal das geöffnet und da sind dann alle Flieger aus Deutschland mal nach Frankfurt, weil sie da unbedingt mal eine Landung und einen Start haben wollten in ihrem also Flughandbuch. Also ich sag mal, in Zürich mögen sie dich da auch nicht. Das ist, du musst einen Slot, also du kriegst einen 20-Minuten-Slot, den musst du einhalten. Aber tatsächlich zur Corona-Zeit war das so, dass sie die, weil da eben keiner geflogen ist, haben sie alle GA-Flieger nach Zürich eingeladen, haben die Landetaxen drastisch gesenkt und damit sie was zu tun hatten. Verstanden, also war ziemlich hier ähnlich. Einmal hatte ich das Glück, tatsächlich mit so einer kleinen Maschine nach Hamburg zu fliegen. Das war ein Überführungsflug. Hamburg ist so, musst du wissen oder kannst du nicht wissen, ich sag mal so, die Werft für alles so im Umkreis von 80, 90 Kilometern um Hamburg rum. Sind wir also da hingeflogen mit einer Maschine, um die dann dort zu lassen zur 100-Stunden-Wartung. Und
Hamburg ist ja nicht gigantisch groß, aber schon sehr groß. Und ich weiß nur, das Gefühl war unglaublich, auf so einer Riesenpiste zu landen. Und während wir gelandet sind, wartete quasi eine 777, dass wir. Also, Nice. das ist schon, das war 11 von 10 Premium. Das war schon sehr, sehr cool. Also das Größte, wo ich Oh gelandet bin, war bisher Basel. ja, das ist ja auch schon sehr groß. Ja. Na, vielleicht kommen wir da auch nochmal Gut. hin. Okay, Ja. kurzer Hinweis: Wir sind jetzt bei knapp einer Stunde. Ich will dich auf gar keinen Fall hetzen, aber vielleicht sollten wir, und da gucke Ja, ich mich aber selbst der. an. Genau. Also so, jetzt kommen wir jetzt einfach nur auf die Frage, was ist sozusagen zwischen Sempach und Whisky? Fliegen wir da einfach nur lang oder nicht? Und hier würde ich jetzt sagen, hier macht man jetzt ein bisschen cooles Sightseeing, wo man also vielleicht mal einen Ausflug über Vioa und dann machen wir hier noch Aarau und dann sind wir fertig. Dann sieht auch die Route so aus, wie sie am Anfang ausgesehen hat. So. Jetzt sind wir mit dem horizontalen Planen fertig. Na, also wir haben uns jetzt eine Route ausgesucht, wie wir langfliegen können, wo, also Via Obilisau, das heißt, da müsste man ein Via-Homing machen, das ist super easy. Aarau ist eine riesengroße Stadt, die kann man nicht verpassen. Da gibt es auch hier ein Kernkraftwerk kurz vorher. Also das ist jetzt eine Route, die ist einfach fliegbar. Ja, und wenn wir jetzt die Lecks angucken, 8 Minuten, 9 Minuten, 6 Minuten, das auch für das Abfliegen von dem Plan gut. Wir fliegen auch über keinen Flugplatz drüber, ist auch okay. Das ist so das absolute No-Go über Flugplätze drüber. Aus ganz vielen Gründen. So, jetzt haben wir aber nur einen Part richtig gemacht. Und jetzt müssen wir den zweiten Part, ist die vertikale Flugplanung. Das ist der untere Part hier. Beziehungsweise wir können den auch hier angucken, indem wir sehen, haben wir jetzt irgendwelche Airspaces, außer denen, die wir schon vom Ausflug wissen, aber gibt es jetzt Höhenbeschränkungen? Zum Beispiel hier über Zürich sind diese ganzen TMAs von Zürich. Und die sehen wir auch hier, das sind diese blauen Dinge von oben. Das heißt, Passt da das müssen so? wir drunter bleiben, ne? Ja, also das Erste, was wir machen müssen, ist mal eine Horizontalplanung nach Halbkreisregeln machen. Also Halbkreisregel ist ja, wenn du nach Westen fliegst, gerade, nach Osten ungerade, also ungerade Tausender oder gerade Tausender. Das ist IFA und VFA packt nochmal 500 drauf. Ne? Also wir würden dann nach Westen 2,5, 4,5, 6,5, 8,5 und nach Osten 3,5, 5,5, 7,5, 9,5. Einfach nochmal, um ein bisschen Abstand zwischen IFA und VFA zu haben, ne? Deswegen die anderen. Die Genau, das 500er heißt, Schritte. auf diesem Leck hier würden wir, ich sag mal, bei den 4,5, also wir würden hier 4,5 fliegen. Und ich trage das jetzt mal hier so ein bisschen ein. Also es gibt eine generelle Cruising Level, das wird alles auf 5,5 gesetzt, aber jetzt müssen wir hier eine Feinplanung machen. So, das heißt, da gehen wir jetzt hier hin, tragen ein auf dem Part, das ist meine Tastatur. Hier soll. So, da haben wir jetzt Herrn Sempach. Und wie sauer ist auch noch 4,5. So. Können wir zum Virtual Radar zurückgehen? So. Hier passiert jetzt überall noch nichts Spannendes. Jetzt sehen wir das Dings hier über Lenzburg. Das ist hier. Ja, also wir kannst auch überall wenn du mit der Maus stehen bleibst, poppt so ein Siehst Fenster du, hoch ja, und gibt okay. dir. Du siehst, hier ist über uns eine TMA, aber die ist bei 6,5. Also die fängt bei 6,5 an und geht bis Flight Level 195. Wir fliegen mit 5,5. Das heißt, alles gut. Jetzt kommen wir aber hier hin. Hier haben wir eine TMA, die geht auf 5,5 und wir fliegen auf 5,5. Das ist jetzt ein bisschen doof. Wenn wir da uns auch nur ein bisschen vertun beim Fliegen, haben wir eine Airspace-Violation, ohne dass wir es wollen. Oder wir melden das an und sagen, wir wollen da rein, aber also das ist jetzt ein Part, das würde man nicht anmelden, sondern würde man sagen, so, hey, Fliegt runter, ne? drunter.
So, jetzt gucken wir aber uns noch einen anderen Part an. Da gehen wir jetzt hier auf die Karte, zoomen hier ein bisschen rein. So. Ah, jetzt das Verschieben funktioniert hier nicht so gut. Aber wir sehen es. Die Einflugroute in Zürich hat Beschränkungen, Höhenbeschränkungen. Das haben die in der Regel alle. Jetzt siehst du hier, bei Whisky dürfen wir nur noch Maximum 3.500 haben. Und das sind schon mal eintragen, oder? Genau, das heißt, wir würden jetzt hier, hier eingeben. Change Level before the route starts, genau. Hier wollen wir 3.500 haben. Whisky 1 auch. Das heißt. Und das andere, Whisky 2 maximal 3. Das heißt, hier wollen wir 3.000 eintragen. So, jetzt gehen wir wieder zurück zum Virtual Reader. Jetzt sehen wir, dass, also hier hinten sieht es schon gut aus. Da sieht es gut aus, aber einmal schneiden. Aber wir haben immer noch diesen Punkt, weil das Problem ist, unser Top of Descent ist so spät. Also das war jetzt so ein bisschen die Hoffnung, vielleicht ist aufgrund der Route der Top of Descent so, dass wir uns da gar keine Gedanken machen müssen. Nee, ist aber leider nicht so. Das heißt, wir müssen jetzt hier dieses letzte Stück von tiefer planen. Da gibt es jetzt verschiedene Varianten, wie wir das machen können. Aber ich trage jetzt mal hier 5.000 ein. Ich könnte auch 5.300 oder so. Aber das ist jetzt der Part, der wichtig ist, dass wir hier nicht oben reinknallen, weil wir irgendwie weil auf diesem Leg machen wir schon mal die Landevorbereitung, das heißt, da würdest du das Artis von Zürich abhören, irgendwann würdest du auch den Aufruf vom Tower machen, dass du über Whisky reinfliegst, du würdest deinen Descent-Check machen, bla bla bla. Ne? Also hier bist du beschäftigt. Und da möchtest du nicht, dass du dann plötzlich ein Problem hast und hier eine Violation hast. Wir können sogar hier, wir sehen sogar hier, dieser Part ist sogar 4.5. Aber wir Also hier musst du sogar an dieser Ecke aufpassen, dass du hier nicht noch irgendwie zu hoch bist. Aber das würde man so in der Planung, wird das glaube ich hinhalten. Also da guckst du, dass du möglichst schnell runterkommst. Mhm. So. Okay. Und jetzt haben wir eine vollständige Planung. Die uns ein horizontales und ein vertikales Profil gibt, wo wir überall, dann wenn wir jetzt das Pilot-Log hier ansehen, auch sehen, was sind unsere Höhen, die wir an welchem Punkt haben wollen. Was sind die Tracks, die wir haben wollen? Und damit könnten wir jetzt fliegen. Cool. So, und jetzt vom Organisatorischen her, ist das jetzt deine Planung oder wäre das jetzt unsere Planung für unseren Flug oder würde man das auch irgendwohin einreichen? Also ein Navigationsflugplan ist jetzt erstmal nur für dich. Mhm. Es gibt einen offiziellen ATC-Flugplan. Das ist ja auch das, was die IFA-Fliegerei macht. Also man könnte das jetzt auch als ATC-Flugplan einreichen. Das kann man machen. Das hat ein paar Konsequenzen. Das geht sogar hier. Manage Flightplans? Nee, Go Flying. Wo ist denn das? Route? Lass mich es kurz finden. Weil Create ICAO Flight Plan. Ja, jetzt müsste ich hier ein paar Sachen eintragen. Ja, machen wir lieber nicht. Also, ein Flugplan hat zusätzlich eine Zeit, wann du startest. Mhm. Und eine Zeit, wann du landest. Das heißt, du würdest jetzt hier, das kannst du hier alles machen, indem du hier zum Beispiel bei Takeoff eine gewisse Uhrzeit eingibst. Das würde dann alles im Flugplan übernehmen. Also die erste Konsequenz ist, ein Flugplan muss geöffnet und geschlossen werden. Und zwar zeitnah. Das heißt, wenn du sagst, ich fliege um 1 Uhr los, also du hast in beiden Richtungen eine halbe Stunde Karenz. Mhm. Du kannst früher losfliegen, du kannst später losfliegen, das ist nicht so ein Problem.
Das würdest du dann aber melden? Also du sagst, beim Erstaufruf in Burgs würdest du dann zum Beispiel sagen, was wäre es? Burgs Tower, Hotel Bravo, Charlie Zulu Victor, Generation Parking, Ready for Taxi with Information Bravo and please open my flight plan. Okay, wenn du ihn eingereicht hättest. Genau, und das heißt, was der dann weiß, der Tower weiß dann, der trägt dann deine Startseite ein. Und damit läuft dann die Uhr. Und ne, weil bei dem Flugplan hast du auch eine Route, also so, wo fliegst du lang, da würdest du jetzt die dicken Dinger eintragen, sowas wie Via Willisau und Aarau und ein Einflug über Whisky. Das sind so die drei Sachen, die du mitgibst. Du würdest da dann. Ja, ich glaube, bei VFA sagst du einfach nur VFA, denen ist dann die Höhe einigermaßen egal. Also beim IFA-Flugplan hast du ja dann so Flughöhen, die du mitgibst. Aber es kommt eine Uhrzeit an, wann du ankommst. Und du hast dann auch, wie viel Fuel hast du dabei? Also was für eine Endurance, das heißt, wie lange kannst du fliegen? Und das wird jetzt, weil der ATC-Flightplan hat viel mit Sicherheit zu tun. Da geht es jetzt darum, wenn du jetzt. Landest, musst du den dann noch irgendwann schließen. Ne? Das heißt, du würdest beim Anflug auf Zürich dann auch sagen, sowas wie Zürich Tau, Hotel Bravo, Charlie Zulu, Whisky, keine Ahnung, Lenzburg, 5500 Feet, for landing via Whisky or Route Whisky, with information Bravo, and can you please close my flight plan? Ne? Macht ja Sinn, okay. Und dann weiß der, du willst über die Whisky-Route reinkommen und dann startet so dieses ganze Prozedere und dann wird er dir auch am Ende sagen, dass er dann den Flugplan auch irgendwann schließt und damit ist das alles in Ordnung. Also den Flugplan darf man offiziell schließen, wenn man den Flugplatz, wo man hin will, sieht, in Sicht hat, in Sichtweite hat. Das sind Okay. so die Bedingungen. Wenn du das jetzt vergisst, was dann passiert, dann tickert jetzt irgendwann so der Search and Rescue Part los. Also das Lostickern ist, also du hast angegeben, du würdest um 2 Uhr ankommen. Wenn es jetzt 2:30 ist und die haben von dir nichts gehört, dann würden die jetzt anfangen, mal nachzuforschen. Also das eine ist auf dem Flugplan, ist auch eine Nummer von dir. Die würden jetzt erstmal deine Handynummer anrufen. Oder vielleicht in Burgs anrufen, ist der überhaupt losgeflogen? Oder wisst ihr irgendwas von dem? Das nächste, was lostickert, ist, du hast ja eine Endurance angegeben. Also wenn du tatsächlich losgeflogen bist und du solltest um 2 ankommen, du hast eine Endurance von 2 Stunden. Der Flug selber braucht 1 Stunde. Das heißt, du hast noch eine Stunde Reserve. Wenn jetzt diese Stunde Reserve durchtickert, dann würden die anfangen, nach dir zu suchen. Gut, also kann man machen, wenn man jetzt vielleicht, also ich würde es dann jetzt laienhaft gesagt, bei einem Flug über die Alpen oder so kann es ja Sinn machen, da würde ich ja im Zweifel gerne gesucht werden. Ist empfohlen, es zu machen, genau, wenn du über die Alpen fliegst, ja. Ja, aber oder wenn ich jetzt vielleicht irgendwie unsicher bin, oh gut, wenn ich unsicher bin, sollte ich vielleicht gar nicht losfliegen, aber jetzt bei so einem Flug würde man sich wahrscheinlich mehr Sorgen und Probleme dazu holen und würde das wahrscheinlich eher nicht einreichen, höre ich jetzt so raus. Nee, also es gibt Bedingungen, also in dem Moment, wo du eine Landesgrenze überfliegst, bist du gezwungen. Dann musst du einen haben. Ja, also wenn ich jetzt von Schweiz nach Deutschland fliege, muss ich das haben. Und auch für den Rückflug. In den Alpenflügen wird es dir empfohlen. Und ich glaube, wenn du in den Charlie-Luftraum rein willst, musst du es, glaube ich, auch machen. Ah, alles klar. Okay. Irgendwie so. Also es gibt so ein paar Sachen, wo du es machen musst und ein paar Sachen, wo du es machen kannst. Ja, absolut spannend und absolut faszinierend. Das heißt, jetzt würde es im Grunde, sagen wir mal, wir hätten jetzt wirklich vor zu fliegen, würde man sich jetzt das eine oder andere wahrscheinlich noch ausdrucken. Ich gehe davon aus, du würdest dir die Charts ausdrucken, könnte ich mir vorstellen, oder zumindest aufs iPad kopieren. Du würdest dir deinen Flugplan ausdrucken oder irgendwohin kopieren, sodass man dann im Zweifel diese ganzen Unterlagen auch dabei hat, oder? Genau, also die Charts habe ich automatisch, also wenn ich diesen Flugplan habe, weil das ja mit dem Konto von mir verknüpft, wird es automatisch auf meinem iPad auch verfügbar sein. Also ich muss den natürlich abspeichern, aber wenn ich das gemacht habe, ist der da. Was man jetzt noch machen würde, ist, also angenommen, wir würden jetzt, es wäre jetzt morgen, ne? Oder Dienstag. Was würde man machen? Man würde jetzt, das Erste, was man tut, ist,
also so ein Briefing machen. Und dazu gehört dann Wetter und Notams zum Beispiel. Also angenommen, wir haben jetzt die ganzen Performance-Berechnungen gemacht, das haben wir getan, dann würde der nächste Part wird das Wetterbriefing sein. Da können wir jetzt ein bisschen auf das gucken, was uns SkyDaemon bringt. Also ich würde es nicht, ich persönlich mache es nicht über SkyDaemon, sondern ich habe da zwei andere Apps, die mir ein bisschen mehr Informationen geben, aber ich kann mal ein bisschen hier durchgehen, was es hier so gibt. Also das Erste ist, ich gucke mir die Gesamtwetterlage an. Ja, also was ist so die Großwetterlage? Haben wir Regen, haben wir nicht Regen? Gibt es irgendwelche Sachen wie Gewitter, die zu irgendwelchen Uhrzeiten angesagt sind? Gibt es Gefahrenmeldungen? Bla 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 bla. Wenn ich das alles anhabe, dann gucke ich mir die Metas an von dem, wo ich losfliege. Damit das jetzt hier geht, muss ich ganz kurz Specific Date machen. Mach ich mal so, zack. Dann gibt es sozusagen das Meteor vom Abflugplatz, vom Burgs. Das kann ich entweder machen, indem ich hier rüber gehe, da sehe ich das Meteor. Oder? Nee, ich lüge. Entschuldigung. Wo ist das Meteor von Burgs? Ich weiß nicht, haben die überhaupt eins? Ah, doch. Ja. Dann gucke ich mir mal das Meteor von Burgs an. Ne? Also, was ist der Wind, Temperatur, Wolken aktuell? Dann gucke ich mir das Ganze von Zürich an, wo ich hin will. Das gibt es hier auch, ne? Meteor. Und dann gucke ich mir die Meteor von Flugplätzen auf der Strecke an. Also, da wäre zum Beispiel Emmen und Alpnach, da wäre möglicherweise, ja, ob Olten und Budwil und Beromünster haben wahrscheinlich keins, aber ich sag mal, was die mir hier anbieten, würde ich mir auf jeden Fall angucken. Ne? Da war Basel, Grenchen, Bern, die würde ich, also so, ich gucke mir sozusagen das Wetter auf der Strecke an. Das nächste, was ich mir dann von allen angucke, ist das TAF. Das ist ja so ein 3 Stunden Forecast oder so ein, nee, nicht 3 Stunden, sondern also so ein Forecast über den Tag in verschiedenen Zeitabschnitten. Wo ich dann sehen kann, weil das ja die relevant, es gibt ja zwei relevante Fragen, die beim Wetterbriefing mich interessieren. Wenn abgesehen von, wie ist es denn jetzt gerade? Das eine ist, der Flug hat ja eine Dauer, ändert sich das Wetter in dieser Zeit, bis ich dahin komme, wo ich ankomme. Das ist jetzt bei einer Flugzeit von 1 Stunde vielleicht nicht so ein Drama, aber wenn du durch die Alpen fliegst, kann Alpen-Nord- und Südseite sich in 1 Stunde deutlich ändern. Oder wenn es länger ist, ne, also in dieser Zeit, die ich brauche, um vom A nach B zu kommen, kann das Wetter sich geändert haben. Ne? Also ich sage mal, eine Gewitterzelle zieht dann durch. Das ist so die eine Frage, die ich mir stellen muss. Und typischerweise fliege ich ja nicht nur von A nach B, wenn ich VFA, GR fliege, sondern ich fliege ja auch wieder zurück. Richtig. Und das ist vielleicht 3, 4 Stunden später. Ne? Und ich komme vielleicht hin, komme ich auch wieder zurück. Ist das Wetter in Burgs so, dass ich da nicht mehr landen kann? Was mache ich dann? Fliege ich früher, später, fliege ich gar nicht? Das ist eine super wichtige Frage. Und das machst du mit den Informationen, die es hier so ein bisschen hat. Was zum Beispiel hier auch noch interessant ist, du siehst diese Dinger hier, das ist Wind in verschiedenen Regionen. Ich kann auch bei Weather animieren. Dann sehe ich so eine allgemeine Windrichtung. Ach Das ist cool. für mich Das ist sehr unglaublich schön. interessant. Ja, das ist sehr gut gemacht. Und was ich unbedingt angucke bei Wind, ist die Windstärke. Also zum einen beim Landen ist es interessant zu wissen, dann kriege ich schon mal eine Information über die Landerichtung. Das zweite, was ich habe, habe ich eine Crosswind-Landung und bin ich vielleicht außerhalb des Demonstrated Crosswind Landing, weil jedes Flugzeug hat ja so eine maximale Seitenwindkomponente. Und was man da nicht vergessen darf, die ist von Testpiloten gemacht. Das heißt, wenn der sagt, also maximale Seitenwindkomponente bei meinem Flugzeug ist 17 Knoten, aber nicht mit so einem Hansel von mir. Vielleicht höre ich schon bei 10 auf. So Sachen. Und das andere ist auch, ist es turbulent? Ne, habe ich so viel Wind, dass ich davon ausgehen kann, dass es turbulent ist und will ich vielleicht gar nicht fliegen, weil es ist vielleicht sicher, aber nachher kotzen mir alle die Bude voll.
weil es einfach nicht so angenehm ist. Das ist was, was du dir da anguckst. Und dann natürlich allgemeine Wolkenhöhen und so Geschichten, klappt das überhaupt? Naja, und dann das nächste sind die sogenannten NOTAMs, also die Notice to Airmen oder Airmember oder so. Also früher hieß es Notice to Airmen, der Begriff wurde abgedatet, es ist immer noch NOTAM, aber das M steht nicht ja für Ist Man, sondern genau, das irgendwie so ein genau. geschlechtsneutraler Begriff. Richtig, richtig. Ja, Das hat es auch und dann. gebraucht, glaube ich. Ja, okay, ist ein anderes Thema. Da gucke ich mir jetzt die ganzen Sachen an. Was typischerweise in NOTAMs drinstehen, sind diese Obstacle. Also Und da Kräne und reden sowas, ne? wir. Und was ganz wichtig ist, ich gehe jetzt nochmal kurz auf die Karte von Burgs zu. Alles, was hier so ein rotes Ding ist, das ist ein Obstacle. Und diese Obstacle, die über NOTAMs zu hinzukommen, sind zusätzlich. Na, das ist also Burgs hat aktuell So, man. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Kräne. 8, krass. Okay. Und das sind nicht die, die hier auf der Karte sind, sondern die sind zusätzlich. Und was ich jetzt hier, was sehr geil ist, dass es dafür ist dann so eine Software ganz gut. Ich kann jetzt hier Klick machen, mach View and Map. Und dann kann ich hier reinzoomen und kann ganz genau sehen, wo ist der? Weil der hat natürlich eine Geolocation. Dann weiß ich ganz genau, okay, der ist da. Okay, nicht so wichtig, ist nicht im Anflug. Was mit dem anderen? Okay, der Ah, ist da. der Show. Okay, der ist vielleicht nicht ganz unwichtig. Und so Sachen guckst du dir dann an. Dann gibt es en route, das ist meistens nicht so interessant. Aber in Zürich, das ist dann wiederum interessant. Wie sieht das Ganze jetzt in Zürich aus? Sorry, dass es so rumspringt. Okay, der ist da hinten. Was habe ich noch? Also das ist natürlich super nice, dass er das direkt auf der Karte zeigt, ne? Weil die NOTAMs, finde ich, sind relativ schwer zuzuordnen, wenn man nicht aus der Ecke kommt. Ja. Wenn man da vielleicht noch Null. nie war oder so, dann hilft das natürlich ungemein stark. Und dann siehst du hier zum Beispiel Taxiway Center Lights Unserviceable. Okay. Taxiway Closed. Okay. Taxiway Limited. Okay. Und so weiter und so fort. Ne? Also das sind so, diese NOTAMs sind ganz wichtig, weil die haben, da werden auch manchmal Dinge geändert, wie eben Parking Area ist geschlossen, Taxiway ist geschlossen, dass du es einfach schon mal vorher weißt. Spannend. Ja, sehr gut. Sehr cool. Ja, Ja. und das wäre dann unsere Planung. Der Rest wäre Fliegen. Frage jetzt so, um das mal einzuordnen. Wir haben ja jetzt viel geredet, beziehungsweise viel auch erklärt. Wenn du jetzt einen Flug von so ungefähr einer Stunde für dich selber planst, wie viel Zeit hast du für dich aus deiner Erfahrung heraus, die du dir da vorher nimmst? Also ich gehe davon aus, du willst am Vormittag eines Dienstags fliegen, dann wirst du vielleicht Montagnachmittag dich damit beschäftigen im besten Falle oder vielleicht sogar Dienstagmorgen. Wie viel Zeit gönnst du dir selber für diese ganze Vorbereitung? Du hast gesagt, du fliegst meistens die Flüge einmal noch ab, du guckst dir Google Earth an, du guckst dir die Flugplanung an, dieses ganze Paket, wie viel Zeit nimmst du dir da selber? Also planst du für dich da Also, selber? ah ja, und was man noch macht, ich guck mal, kann ich das gerade hier? Oh, shit, nein, warum? Ja, vorhin. Theoretisch, das mag er jetzt nicht. Was man auch noch macht, also, okay, was mache ich jetzt? Also, ist Nee. jetzt ein bisschen die Frage, fliege ich eine Strecke, die ich schon mal geflogen bin oder Nee, nicht? eine Wenn ich sie schon neue. mal geflogen bin, eine neue ist, also. Das, Ist was die schon jetzt hier Nachmittag, wa? gemacht haben, es brauche ich sicherlich mal eine Stunde. Mhm. Abfliegen, nochmal eine Stunde. Dann, was noch hinzukommt, was man auf diese. Deswegen habe ich die WAG-Karte von Zürich nochmal reinmacht. Was man da jetzt noch einträgt, deswegen druckt man die eigentlich gerne aus, beziehungsweise in Vorflight würde ich da jetzt reinmalen können. Da trägt man dann tatsächlich. Ne, weil, wenn du jetzt hier diese. Du siehst diese Linien, aber welcher Kurs hat die Linie? Das heißt, ich messe die Kurse aus. Ich trage mir einen Top of Descent ein, weil die Patternhöhe, siehst du hier, Patternhöhe ist 2500, aber irgendwo muss ich anfangen abzusinken. Wo ist dieser Punkt, wo ich ansinken? Den kannst du ausrechnen. Den trägst du dir dann da ein. Also, das ist schon ein halber Tag. Glaube ich auch. Alles Hätte ich schon jetzt auch ein. vermutet. Neuer Flugplatz, neue Strecke ist ein halber Tag.
Ja, spannend. Gibt es denn jetzt noch, um das Paket abzuschließen? Denn leider sieht es nach wie vor im Simulator so aus, als wäre heute Fliegen auf Sicht unmöglich. Aber um dieses Video jetzt sozusagen perfekt zu machen, was wäre denn so an Nachbereitung? Du bist jetzt, sagen wir mal, in Zürich gelandet, warst schön essen, Ah, Debriefing. hast dir eine Breitling gekauft oder irgendwas in der Richtung, was der normale Schweizer eben so macht, wenn er Boah, ich mal habe da kurz. schon fünf, Wollte nicht ich, schon wieder ja, eine dann vielleicht Breitling. irgendwas anderes. Aber Nein, ist doch die typische ich mache Fliegerbude. eine. Ja, Ich hätte gerne eine. der gehört doch Nee. zum P. Ich dachte, die kriegt man in der Schweiz zur PBL dazu, hätte ich jetzt vermutet. Nein, Also aber ich hab ein Käppi von Breitling, zählt es auch? zählt auch. Es ist eigentlich sogar besser. Und du bist jetzt wieder zurück, hast einen Flieger ausgemacht. Was ist Debriefing? Was gehört da alles dazu? Also Debriefing, da sprichst du über den gesamten Flug. Aber mit wem? Du bist ja erstmal vielleicht im Zweifel alleine geflogen. Also in der Ausbildung machst du das natürlich mit deinem Fluglehrer, aber du machst es dann auch mit dir selber. Du sprichst nochmal an, so, was war gut, was war nicht gut? Habe ich irgendwas vergessen? Warum habe ich das vergessen? Habe ich die Landung gut gemacht? Ist meine Crosswind-Landung verhunzt? Warum ist die verhunzt? Ich habe es mir doch vorher gesagt. Habe ich vielleicht im Approach-Briefing vergessen, die Windrichtung anzusagen, damit ich weiß, wie ich die Crosswind-Landung machen muss? Habe ich schön rotated? Bin ich zu schnell reingekommen? War die Landung zu lang? Und warum war die zu lang? Ja, weil ich bin wieder zu schnell gewesen. Das sind so Sachen, die du in die. Also im Debriefing sprichst du eigentlich alles mal an. Also du sprichst jetzt vielleicht nicht unbedingt über alles, was gut gelaufen ist, weil das ist nicht so interessant. Aber du würdest, wenn du es gut machst, über jeden einzelnen Punkt kurz sprechen, der nicht optimal war und warum und was du daraus lernen kannst. Und es kann Okay. auch noch mal eine halbe Stunde sein. Ja, okay. Und das Ganze trägst du ja dann sicherlich in dein Flugbuch ein und dann wird auch die Maschine noch wieder in den Zustand zurückversetzt, dass der Genau, nächste dann damit losfliegen kann, ne? die Gin-Tonics müssen aufgefüllt werden. Ja, richtig. Wenn du mich Ja. mitgenommen hast, definitiv. Und ja, okay. Also es das heißt tatsächlich, also jetzt mal. Du bist ortskundig, ich kann es jetzt nicht beurteilen. Autostrecke von Buchs nach Zürich? Fahrzeit ungefähr? Ohne Verkehr eine Stunde, mit Verkehr gern auch mal mehr. Aber Zu Uhrzeiten furchtbar. Die Flugzeuge sind jetzt hier, glaube ich, 30 Minuten. Was ist das, 30 Minuten? Lass mal kurz mal gucken. Also, na, wenn es jetzt richtig schnell haben wollen würde, okay, es sind jetzt 38 Minuten, aber man könnte ja diese Ecke raushauen. Das heißt, es wird es wahrscheinlich auch eine in Viertelstunde, 30 oder 20 Minuten, unter, ja, unter 30 auf also jeden Fall. 25 bis 30 Minuten wird es es schaffen. Ja, und eins ist natürlich klar, je länger du die Ziele auseinander sind, umso größer ist dann der Vorteil, ne? Ja, weil in der Realität existiert natürlich kein Vorteil, ne? Weil wir haben gerade drüber gesprochen, ich habe einen halben Tag Vorbereitungszeit. Du kommst locker eine Dreiviertelstunde bis eine Stunde vor Abflug am Flughafen an, machst die ganzen Sachen, die Vorbereitung für dich, dein Briefing, tanken, bla bla bla. Also für so eine kurze Strecke bist du nicht. Also die reine Flugzeit ja, aber in Wirklichkeit bist du im Auto dreimal da. Natürlich deutlich weniger Spaß gehabt. So viel steht schon mal fest. Ja, nee, Und klasse. genau, und die ganzen Mädels, die einen dann natürlich Sich kreischend zujubeln, in ne? dem Ja. ja, auf die warte ich im echten Leben Ja, noch. wann genau soll ich da nochmal rumkommen? Erzähl doch mal. Nein, also, Lannus, vielen lieben Dank. Ich habe das Gefühl, wir haben noch immer. Kratzen wir an der Oberfläche. Es gibt so unglaublich viele Infos, die du hast und die auch natürlich super interessant sind für alle, die, so wie ich, nur am Simulator fliegen und die versuchen einfach noch ein bisschen realistischer, ein bisschen besser zu werden. Ich kann mir jetzt nach wie vor nicht vorstellen, vor so einem Neofly- oder On-Air-Flug mich eine Stunde lang vorher zu beschäftigen, bevor es losgeht. Aber so ein paar Sachen kann man tatsächlich für sich ja mit reinnehmen. Also die Entry- und Exit-Patterns sich anzugucken, könnte. Also ist tatsächlich was, wo ich sage, Mensch, das könnte einfach noch mal ein bisschen mehr Realismus reinbringen. Und die haben Also ja, ja, wenn du erzähl mal. unter Watzim fliegst, Wird das erwartet, ne? also wäre jetzt das, was ich hier gemacht habe, also ich sage mal ein bisschen abgekürzt, ich habe ja auch lang drüber gesprochen, aber zumindest mal sowohl, also das Routing, also was horizontal und vertikal angeht, ist eigentlich
Unter auch VATSIM, GA, WFA Pflicht, weil du willst ja nicht, ne, weil auch in VATSIM kriegst du eins auf den Deckel, wenn du in der CTA oder TMA reinfliegst, wo du nicht reingehörst. Ja, spannend auf Und jeden Fall. das und in auf VATSIM, wenn ich bin mehrfach schon nach Zürich geflogen, wirst du super gern ins Holding geschickt. Musst du wissen, wo das. Und also da bist du gern mal eine halbe Stunde im Holding. Wir werden das am Dienstag sehen, wenn wir den Flug machen. Ich sag's jetzt. Der Flug dauert eine halbe Stunde. Wir werden eine Stunde brauchen, weil wir 20 Minuten im Holding sind. Ja, aber das ist Wenn wir doch Pech haben. Weltklasse. Das ist doch Ja. Weltklasse. Ja, ich freue mich drauf. Ich habe ja am Anfang der Folge schon gesagt, wir haben U-Controls getestet, wir haben VATSIM mit Observer-Mode getestet. Das scheint alles perfekt zu funktionieren. Also wir werden fliegen, funken und uns das irgendwie aufteilen. Im besten Falle machst du alles und ich gucke zu. Aber Na, nee, 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 nee. ich gehe mal davon aus, ich werde auch irgendwas übernehmen müssen. Nee, also Ja. das kriegen wir auf jeden Fall hin. Und wir können dann uns auch sauber hier auf dieses Video referenzieren, müssen also da nicht alles nochmal machen. Wir können dann also uns ein bisschen beschleunigt durch die Checkliste arbeiten. Wir können davon Genau. ausgehen, dass dieses Video hier bekannt ist, sodass wir nicht besonders viel über die Route reden müssen, sondern ich gehe davon aus, dass wir dann die Route so oder so ähnlich fliegen werden. Und am Dienstag ist Event in Zürich. Und deswegen machen wir das, denn dann ist da sicherlich ordentlich der Controller besetzt. Also der Tower wahrscheinlich Ground, vielleicht irgendwas Übergeordnetes. Genau, also Zürich-Event heißt, vielleicht um die 2 Minuten oder 1 Minute aufzuwenden, dass in der Regel Genf und Zürich besetzt sind und dass da die meisten zwischen Genf und Zürich fliegen und da ist dann auch echt was los. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Ja, ich freue mich drauf, auf jeden Fall. Das wird ein astreiner Flug. Wir werden mit einer 172 ohne Garmin G1000 fliegen. Das haben wir uns schon ausgesucht. Damit es noch ein bisschen ja, elementarer ist, sage ich es jetzt einfach mal. Und dann werden wir gemeinsam schauen, wie wir uns da anstellen. Das ist auch für uns das erste Mal, dass wir das zusammen machen. Ja. Und ich sage mal so, das kann nur lustig werden. Also wir üben schon mal Mayday, Mayday, Mayday. Ja, ich habe ja gelernt, man fängt mit Pan, Pan, Pan an, damit es die Möglichkeit gibt, seinen Kopf noch aus der Schlinge zu ziehen. Wer hat denn das erzählt? Habe ich gelernt. Alles klar. Na Ja, gut, gut. also dann hab erstmal ganz, ganz vielen Dank. Das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Unglaublich viele Informationen. Nochmal die Bitte an alle, die dieses Video gesehen haben, lasst bitte einen Daumen nach oben da und wir würden uns über Kommentare, Hinweise, Ergänzungen und alles Mögliche in den Kommentaren freuen. Schreibt einfach alles rein. Der Landros guckt auch rein und beantwortet sicherlich auch Fragen, die darüber hinaus noch sind. Und Selbstverständlich. super. Und wir sehen uns dann im nächsten Video, wenn es tatsächlich darum geht, diesen Flug in Microsoft Flugsimulator abzufliegen mit VATSIM, nach Flugplan und allen Regeln der Kunst. Anus, vielen lieben Dank. Habt noch einen wunderschönen Abend. Vielen lieben Dank und auch schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.